Alarm auf der Wache im Klinikum München-West, einem von 9 Notarztstandorten im Stadtgebiet. Mit einem Rettungssanitäter der Feuerwehr rast Dr. Ulrich Hölzenbein zur Unfallstelle. Wir fahren jetzt hier auf einen Einsatz, wo es wirklich auf jede Sekunde ankommt. Neben dem Notarzt ist der Rettungsdienst alarmiert worden und noch die Feuerwehr, die jetzt mit einem HLF kommt, weil es heißt vital bedrohlich Blutung. Und da muss man mit allen rechnen, deswegen ziehe ich mir jetzt schon mal Handschuhe an. Was wird den Mediziner am Unfallort erwarten? 5 Minuten nach Eingang des Notrufs sind Arzt und Sanitäter vor Ort. Ein Nachbar des Opfers lotst die beiden zur Unfallstelle. Ein Treppenaufgang in diesem Mehrfamilienhaus. Was ist denn los? Können Sie sich erinnern, was passiert ist? Der Verunglückte ist bei Bewusstsein und ansprechbar. Trotz der Blutlachen, die lebenswichtigen Organe scheinen zu funktionieren. Puls hat er, Atmung ist gut, danke. Doch das ist keine Entwarnung. Starke Blutungen führen zu einer Unterversorgung des Gehirns. Dadurch besteht die Gefahr des Hirntods. Entdeckt hat den blutenden Mann eine Nachbarin. Ich bin rausgegangen, dann steht er da am Absatz und habe gesagt, Herr, was ist los mit einer? Ja, mir geht's so schlecht. Sag ich, dann gingen sie doch nicht die Treppen und ich helfe einer. Nein, es geht schon. Und wie jetzt halt, gehe ich zur Geburtstagsparty und bin ich so aufgebrezelt, liegt da halt unten. Und er war erst nicht ansprechbar und ich bin halt nicht runter, das viele Blut, ich hab sie da am ganzen Körper. Können Sie sich daran erinnern, was passiert ist oder sind Sie plötzlich bewusstlos geworden? Nein, ich überhaupt nicht bewusstlos. Es waren nur 2 Treppenstufen. Das Ergebnis ist schockierend. Wenn wir schauen, dass wir den Patienten schnellstmöglichst in die Klinik fahren und werden gleich mal gucken. Dort will der Arzt eine Computertomographie veranlassen vom Hals und Kopf des Verletzten. Man darf jetzt nicht von der Menge Blutes, die da ist, direkt auf den Zustand schließen. Er hat sicherlich eine große Kopfplatzwunde, muss jetzt chirurgisch versorgt werden. Und er muss schnell geröntgt werden, wegen möglicher Schädel- und Wirbelverletzungen. Die Nachbarin ist noch immer völlig aufgelöst. Also Sie haben alles wunderbar gemacht. Nein, war gut. Sie haben angerufen. Sie haben Ruhe bewahrt. Hat wunderbar passt. Gut so. Aber ich habe halt Angst gehabt, dass ich mich nicht zu ihm dazulege, wenn ich das über den Blut. Und wenn es das nicht kennen passt, Sie haben angerufen. Alles wunderbar. Wir sind da. Müssen wir jetzt mal in der Klinik schauen, was für eine Diagnose da, wenn er durchs MRT durchgeht oder durchs Röntgen, aber ich glaube, das ist nicht so schlimm. Herr Sch***, alles Gute! Die Dame ist erleichtert, dass der Patient jetzt in den Händen von Profis ist. Hätte sie sich besser um den Mann kümmern müssen? Die Entscheidung, dass sie nicht runtergegangen ist, war aus ihrer Sicht jetzt richtig, weil wenn sie selber schon sagt, das ist, da kriegt sie unter Umständen wackelige Knie und legt sie daneben hier, also dann ist es besser, wenn sie einfach nur den Notruf ruft und auf unser Eintreffen wartet. Passt. Was ergibt die Untersuchung des Rentners im Krankenwagen? Ja, aber wo? Für mich ist es immer beruhigend, wenn ich sehe, dass der Patient im Endeffekt keine neurologischen Ausfälle hat. Ja, weil so eine Halswirbelsäulenverletzung, dass er die Hände gut bewegen kann, dass er mit uns spricht, dass er wach ist, dass er alles bewegt, dass er auch die Nerven, die direkt aus dem Hirn kommen, dass man ihn mal kurz abfragt, kann er die Backen aufblasen, hat er Sensibilitätsstörungen. Wenn das alles unauffällig ist, dann bin ich schon mal beruhigter, dann wird der Patient wie jetzt versorgt. Und so schnell wie möglich in die nächste Klinik gefahren. Die Herzfrequenz ist hoch, der Blutdruck ebenso. Das liegt vielleicht auch an der Blaulichtfahrt. Kreislauf stabil erreicht der Patient die Pasinger Notaufnahme. Dr. Hölzenbein übergibt an die Kollegen. Eine spastische Lähmung haben Sie noch? In welcher Gliedmaße? Links. Links hat er. Und ansonsten geht es ihm gut. Bandscheibenvorfall. Ein Bandscheibenvorfall, danke dir. Genau. Die letzten 2 Stufen. Jetzt ist der ältere Mann in den Händen der Kollegen. Die behandeln ihn mit Vorsicht, aber zügig. Er schwebt zum Glück nicht in akuter Lebensgefahr. Wir werden jetzt ihm noch ein Blut abnehmen, schauen, ob die Gerinnung passt. Wir werden die Vitalzeichen eintragen. Er wird sicherlich ein Röntgenbild, eine Computertomographie vom Schädel bekommen, von der Wirbelsäule. Und dann wird die Wunde versorgt. Und dann wird er auf Station aufgenommen oder überwacht sogar. Der Blutdruck des Verletzten ist immer noch zu hoch. Auch wenn sich nichts Schlimmeres ergeben sollte, er wird einige Tage zur Beobachtung im Krankenhaus bleiben. Der Notarzt muss wieder zurück auf die Wache.
Währenddessen wird in die Klinik ein weiterer Patient eingeliefert. Dieser Mann ist mit seinem Motorroller verunglückt. Ein Fall für Oberarzt Florian Heindl. Wir haben jetzt aktuell einen Schockraum laufen, unfallchirurgischen Zustand nach einem Rollerunfall. Da müssen wir jetzt mal schauen, was da passiert ist. Der Mann könnte sich in akuter Lebensgefahr befinden. Was ist passiert, Jenny? Also das ist ein 28-jähriger Patient, ist mit dem Rollerfahren von der Straße abgekommen, weil er einem anderen Pkw wohl ausgewichen ist und ist dann zu Fall gekommen. Bewusstlos gewesen, ist jetzt zwar wach ansprechbar, aber von den Pupillen die Reaktion verzögert, schwimmt so ein bisschen, ansonsten Extremitätentrauma. Okay. Soweit fahrsunauffällig. Bis jetzt ist nicht klar, ob am Gehirn ein Schaden da ist, letztendlich, weil die Pupillen etwas verzögert reagieren. Und wir müssen jetzt dringend in die Bildgebung schauen, ob da ein Bruch oder eine Blutung am Gehirn vorliegt. Verletzte Blutgefäße im Gehirn verursachen zwar keine Schmerzen, sie können aber in wenigen Minuten schwerste Schäden verursachen oder sogar zum Tod führen. Der Arzt will deshalb in den Schädel hineinschauen. Es ist eine Computertomographie und es macht Schichtaufnahmen vom Patienten. Ja, ein normales Röntgenbild stellt die Knochen dar. Hier können wir auch die Organe darstellen und wie gesagt auch das Gehirn darstellen, die Weichteile darstellen. Der 28-Jährige ist wach und kann sprechen. Doch die starken Schmerzmittel könnten seine Wahrnehmung beeinflussen. Die Ärzte verlassen sich auf die Bilder des Röntgenapparats. Der ganze Körper des Mannes wird dargestellt. Denn auch andere innere Verletzungen sind im Moment noch nicht auszuschließen. Und die Schmerzen waren wo genau? Rechtes Handgelenk, linker Unterschenkel, linkes Sprunggelenk und Kopf primär. Und HWS. Hat er einen Helm aufgehabt? Helm hat er aufgehabt, hat er selber abgenommen. Knochenbrüche an Armen oder Beinen sieht das Ärzteteam zum Glück keine. Doch was ist mit dem Kopf? Aus meiner Sicht muss man das Gehirn sehr genau anschauen, weil der Patient klinisch auffällig ist, was die Pupillen betrifft. Und da muss man natürlich immer vorsichtig sein, ob der Patient im Gehirn Verletzungen davongetragen hat. Das kann von der einfachen Hirnerschütterung bis hin zur manifesten Blutung im Gehirn alles sein. Im Computertomographen ist man einer hohen Röntgenstrahlung ausgesetzt. Jede CT-Aufnahme muss deshalb gut begründet sein. Hier gilt es, innere Verletzungen auszuschließen. Er selbst ist ja ein sehr junger Patient, der jetzt keinerlei Vorerkrankungen hat oder Vormedikationen nimmt. Wenn man ältere Patienten nimmt, die oft Blutverdünnung nehmen, dann kommt es natürlich viel schneller zu Verletzungen. Zum Beispiel zu Blutungen an der Leber oder auch an der Milz, die dann immer potenziell lebensbedrohlich sind. Oder eben auch das Gehirn, was wir bei ihm jetzt auch ausschließen wollen. Über 30 Minuten dauern die Hightech-Aufnahmen. Doch noch ist die Diagnose nicht vollständig. Draußen sind derweil Rettungswagen und Notarztfahrzeug wieder startklar. Die integrierte Leitstelle der Feuerwehr löst den nächsten Alarm aus, mittels Beeper und Fax. Die ersten Informationen verheißen nichts Gutes. So, wir fahren jetzt in eine Kindertagesstätte. Meldebild ist 9 erkrankte Kinder und 3 erkrankte Erwachsene, also insgesamt 12 Patienten. Wir rechnen jetzt mal mit mehreren Patienten. Und wahrscheinlich ist es also laut Meldebild eine allergische Reaktion, eine Anaphylaxie. Dahinter kann sich eine Lebensmittelvergiftung verbergen, weil wir haben ja gerade Mittagszeit, Essenszeit. Der Notarzt zählt 1 und 1 zusammen. Vermutlich haben die Kleinen das Falsche gegessen. Im schlimmsten Fall löst das einen lebensbedrohlichen Schock aus. Bei Kindern sind wir immer ein bisschen schneller unterwegs. Dr. Hölzenbein ist als Erster am Einsatzort. Aus Sicherheitsgründen muss die Kamera draußen bleiben. Die Lage im Gebäude ist heikel. Mehrere Kinder haben einen Hautausschlag im Gesicht und ein pelziges Gefühl auf der Zunge. Diese Diagnose löst einen Großeinsatz aus. Innerhalb weniger Minuten sind alle verfügbaren Rettungsfahrzeuge, die Feuerwehr und ein Kindernotarzt zur Stelle. Wenn die Kleinen eine Lebensmittelvergiftung haben und einen allergischen Schock bekommen, dann zählt jede Sekunde. Das ist auch der Parkplatz eigentlich. Genau, wir können eigentlich hier reinfahren lassen. Ja, für mich ist erstmal wichtig, die Fahrzeuge einzuweisen. Das heißt, so dass hier kein Chaos entsteht. Somit, dass wir einfach hier koordinieren. Wir werden jetzt hier drüben dann die nächsten Fahrzeuge reinschicken, sodass man dann, wenn es zu einem Abtransport kommen sollte, kann man dann ganz koordiniert die Einsatzfahrzeuge vorschicken. Bei einer sogenannten Großschadenslage wie dieser übernimmt immer der zuerst eintreffende Sanitäter die Koordination der nachfolgenden Retter.
Jetzt kann die echte Einsatzleitung übernehmen. Leitstelle, sind wir 7-10. Wir brauchen nur 15 Transportkapazitäten. Und zwar ist es um 15 Kinder, 3 Erwachsene. Mhm. Alle Patienten sollen intern gefahren werden, normal intern, Verdacht Lebensmittelvergiftung. Die 3 Erwachsenen werden auch vorsorglich mitgenommen und da machen wir einen Doppeltransport mit jeweils einem Kind dazu. Insgesamt 5 Rettungsdienste sind zu koordinieren. 8 Kinder und einige ihrer Betreuer müssen so schnell wie möglich in Spezialkliniken gebracht werden. Wir machen es so, ich würde ganz gerne, wenn der rauskommt, dass du uns wieder eine Trage reinschickst, dass wir sie so peu ab transportieren. Also wir haben jetzt noch einen drinstehen, das ist noch da, ich glaube, das ist der Malteser, der Greffelfinger, der ist noch mit drin mit einer Trage. Aber dass sobald eine Trage quasi rauskommt, dass wir dann wieder eine reinkommen. Im Minutentakt treffen weitere Rettungsteams ein. Klar ist, dass sie der Reihe nach gebraucht werden, nicht gleichzeitig. Die Einsatzleitung hat die Arbeiterwohlfahrt. 7-10 hört. Jawohl. Nach 45 Minuten kann der erste kleine Patient abtransportiert werden. Sein Ziel? Die Notaufnahme einer Kinderklinik. Jetzt geht es Schlag auf Schlag. 2 Fahrzeuge können rein. Insgesamt 8 Kinder und 4 Erwachsene brauchen ärztliche Hilfe. Aber was hat das Ganze zur Mittagszeit überhaupt ausgelöst? Inzwischen hat Dr. Hölzenbein einen Verdacht. Naja, hier haben die Kinder und die Betreuer in dieser Kindertagesstätte einfach einen Spinat gegessen, der wahrscheinlich verdorben war. Ja, davon mussten wir als Notärzte erstmal ausgehen und mussten dementsprechend dann auch reagieren. Weitere Spezialkräfte treffen ein. Polizisten in Uniform und in Zivil, um den Tatort und Spuren zu sichern. Dazu Kriminalbeamte und Mitarbeiter vom Gesundheitsamt. Denn dieser Vorfall kann sich noch zu einer handfesten Katastrophe ausweiten. Wenn wir von einer Lebensmittelvergiftung ausgehen, dann ist es natürlich hochwahrscheinlich, dass die Großküche dieses Produkt auch noch an andere Kindertagesstätten, an andere Altenheime, an andere soziale Einrichtungen, wen auch immer, oder Schulen geliefert hat. Das heißt, wenn wir Pech haben, kommt dieses Problem auch in einer Stunde wieder an anderer Stelle in München oder im Landkreis auf uns zu. Und deswegen Polizei und Kripo mit der Bitte, klärt ab, wer ist die Firma, wo liefern die hin, gibt es dort weitere Probleme an weiteren Standorten. Das ist zum Glück nicht der Fall und den Betroffenen geht es schon bald besser. Das Essen wird aber untersucht und die Tagesstätte bleibt zunächst geschlossen. In der Notaufnahme des Klinikums München-West dauert die Untersuchung des Rollerfahrers an. Der junge Mann kann sich kaum an seinen Unfall erinnern. Fest steht bis jetzt, dass er mehrere schwere Prellungen hat. Was die Röntgendiagnostik betrifft, gibt es eine erste Entwarnung. Also auf den ersten Blick können wir jetzt keine großen Verletzungen auf den Bildern erkennen. Wir müssen jetzt auf die fachärztliche Diagnostik von den Radiologen warten. Währenddessen kann die Behandlung in einem anderen Raum fortgesetzt werden. Dass der Verletzte ansprechbar ist, hilft den Ärzten bei der Diagnose. Versuchen Sie mal ganz langsam vorsichtig den Kopf ein bisschen zu drehen, links und rechts. Geht das? Tut das weh? Wie geht's Ihnen jetzt? Ja, besser. Ja, besser? Schmerzen? Mein Arm und mein Bein. Okay, dann bekommen Sie noch was gegen die Schmerzen, gell? Er hat schon was drin. Hat er schon drin. Okay, sehr gut. Wird gleich besser, ja? Der Rollerfahrer musste offenbar plötzlich einem Auto ausweichen, das frontal auf ihn zuraste. Er kam auf meine Seite. Ja, nee, einfach. Allah sei Dank, ich bin überlebt. Sonst bin ich tot. Ich habe den Tod gesehen. Obwohl der 28-Jährige sofort untersucht wurde, entscheidet sich die zuständige Chirurgin für einen weiteren Check mit Ultraschall. Der sogenannte zweite Blick hat schon viele Leben gerettet. Dr. Packheiser sucht nach möglichen inneren Verletzungen, die der Patient vielleicht nicht spürt, um sie jetzt sichtbar zu machen. Das Gefährliche ist eben, so eine Blutung wird schnell übersehen, weil das ja in den Bauch reinblutet. Manchmal blutet es auch so ein, dass der Patient selber gar nichts merkt. Das heißt, dass er gar nicht unbedingt Schmerzen hat. Und dann kann das von jetzt auf gleich, kann der Blutdruck absacken. Der Patient kann sozusagen ohnmächtig werden. Und es kann wirklich sein, dass er zu dem Zeitpunkt, wo wir es dann feststellen, weil er dann eben Symptome hat, schon sehr, sehr viel Blut verloren hat. Und wie sieht es im Inneren des jungen Mannes aus? Ist alles in Ordnung, ja.
Krankenhaus sicher sein, dass da wirklich nichts passiert ist momentan. Meine beiden Hände und meine Beine sind da unten. Total Vollschmerzen. Ich kann nicht. Ich meine, er hat natürlich einen Unfall gehabt. Ne? Das müssen Sie im Hinterkopf haben. Sie haben ein wahnsinniges Glück gehabt. Sie hatten einen schlimmen Sturz, dass Sie Schmerzen haben. Ist natürlich klar, das können wir aber behandeln. Das ist kein Problem. Ne? Also von daher. Dann sterbe ich nicht. Heute Nacht nicht. Patientenhumor trifft auf Arzthumor. Der Mann steht unter Beobachtung. Er wird sich aber auf der Station wesentlich besser ausruhen können als in der turbulenten Notaufnahme. Bis zu 10 Einsätze fährt Dr. Hölzenbein in seiner 24-Stunden-Schicht. Meistens in einem Umkreis von 15 Kilometern um die Notaufnahme. Auch jetzt. In der Landsberger Straße, was war das, Basti? Herz-Kreislauf-Nachforderung. Herz-Kreislauf, eine Nachforderung vom RTW, ne? Nachforderung heißt, dass der Rettungswagen vor Ort ist, aber der Zustand des Patienten ist instabil. Und da muss der Notarzt her, um zu gucken, jetzt im Endeffekt, was man machen kann, damit der Patient aus der Lebensgefahr rausgeholt wird. Und Lebensgefahr besteht meistens, wenn Dr. Hölzenbein gerufen wird. Seit 16 Jahren bietet der Internist und Kardiologe seine Dienste als Notarzt an. Die Zahl der Einsätze hat sich seitdem fast verdoppelt. Dass es im Endeffekt so ist wie so eine große Packung Pralinen. Ja? Jeder Einsatz ist verschieden. Du greifst rein, aber du weißt nicht, was rauskommt. Ja? Und es ist jedes Mal wieder spannend und einfach eine Herausforderung, zu sehen, da ist jetzt ein Mensch, der hat irgendwas anderes und ich muss schnell rausfinden, was er hat, damit ich versuchen kann, ihm irgendwie zu helfen. Dieser Mann bekommt keine Luft mehr, denn seine Zunge ist stark angeschwollen. Ich gebe Ihnen jetzt etwas, damit Ihre Zunge abschwillt. Das Mittel ist Cortison, es wirkt entzündungshemmend. Dazu Sauerstoff. Trotzdem hat der Mann große Angst zu ersticken. Die Ursache seiner Atemnot? So, der Patient hat 2 Medikamente eingenommen und auf eines dieser Medikamente hat er allergisch reagiert. Die Zunge ist angeschwollen. Die ist sicherlich 3-mal so dick wie normal im Mund und das erzeugt eine Luftnot und da muss man halt schnell handeln, Medikamente geben, Infusionen anlegen und gucken, jetzt nehmen wir ihn mit zur Überwachung in die Klinik. Die Gefahr ist noch nicht gebannt. Im schlimmsten Fall wirkt das Notfallmittel nicht, was daran liegen könnte, dass der Mann zuvor die anderen Medikamente eingenommen hat. Vorsicht ist geboten. Ich fahre natürlich mit in die Klinik, weil wenn die Zunge anschwillt, das kann schon ein großes Problem werden. Und die Medikamente, die ich gegeben habe, die brauchen auch ein paar Minuten, bis die wirken. Also momentan kann ich noch nicht davon ausgehen, dass die Zunge jetzt keine Gefahr mehr darstellt. Also fahre ich mit dem Patienten jetzt mit in die Klinik. Sollte sich der Zustand des Mannes verschlechtern, dann müsste man ihm einen Beatmungsschlauch in die Lunge einführen, damit er nicht erstickt. Die Pillen, die er geschluckt hat, sind sogenannte Stimmungsaufheller. Doch warum? Im Endeffekt gibt man diese Medikamente bei einer psychischen Erkrankung. Das heißt also, dass der Patient wahrscheinlich Angstzustände, Depressionen hat. Man muss bei dem Patienten sicherlich auch einen Migrationshintergrund annehmen oder dass er ein Flüchtling ist. Das habe ich jetzt zwar noch nicht gefragt, aber dass er deswegen halt solche Medikamente braucht, weil er viel mitgemacht hat. Sind Sie durch Afrika und übers Mittelmeer geflüchtet? Ja. Wie würden Sie das beschreiben? Die schlimmste Zeit meines Lebens. Es war sehr riskant. Ja, im Endeffekt ist es so, wie ich denke, dass es sehr ängstlich für ihn war und hat viel mitgemacht. Und dass daraus dann psychische Erkrankungen entstehen, das weiß man. Und deswegen hat er die Tabletten halt genommen, die man ihm in der Klinik verschrieben hat, aber hat sie leider nicht vertragen. Und der Mann hat wohl auch jetzt Angst. Trotz 20 Grad Außentemperatur zittert er am ganzen Körper. Keine 5 Minuten dauert die Fahrt ins Klinikum Pasing. Die Notaufnahme wurde schon durch die Leitstelle vorinformiert. Hat heute erstmalig Mirtazepin und Amsulpirid genommen. Bei einer psychosomatischen Vorerkrankung hat daraufhin eine Schwellung der Zunge erlitten, die immer noch deutlich ist. Backe und Lippen, Lunge ist frei, Bronchien sind frei. Die Notärzte können den Grund für die Zungenschwellung nur vermuten und wissen deswegen auch nicht genau, wie sie den Mann behandeln sollen. Dr. Hölzenbein weicht nicht von seiner Seite. Man muss den Patienten halt jetzt aus dieser Akutsituation noch rausbringen. Das heißt, jetzt wird noch mal zur Sicherheit ein weiterer Zugang gelegt. Und jetzt wird noch der Kollege der HNO-ärztlichen Abteilung hinzugezogen. Hallo Gregor, servus.
Das ist jetzt der Kollege der HNO-Abteilung. Und alles, was im Hals schwillt und so, ist natürlich für die HNO-Ärzte wichtig zu sehen. Deswegen haben wir den jetzt sofort hinzugezogen. Im Zweifel ist immer ein Facharzt aus der Klinik greifbar. Gut, dass der Hals-Nasen-Ohren-Spezialist übernimmt. Ich bin weg. Danke. Bis später. Pfiat dich. Ciao. Der Patient bekommt nun gezielt verschiedene Medikamente, um die Schwellung zu bekämpfen. Oberarzt Heindl überwacht den Fall mit. Das ist immer eine kritische Situation, weil der Patient potenziell natürlich auch im Rachenraum zuschwellen kann und dann keine Luft mehr bekommt. Der Facharzt fragt den Mann im Minutentakt, ob er eine Besserung verspürt. Merken Sie einen Unterschied? Es ist nicht auf beiden Seiten, nur auf einer. Die ist normal. Ist es wieder schlimmer? Ja, ist es. Im äußersten Notfall hätten die Ärzte noch ein Spezialpräparat. Das halten wir noch zurück, weil das ist ein sehr teures Mittel. Das kostet über 1.000 Euro, so eine Einmalgabe. Und gibt man natürlich, wenn eine Unsicherheit da ist und wenn Lebensgefahr da ist. Aber wir warten jetzt mal ab, weil es gab vorhin zunächst mal eine Besserung. Und darum haben wir erstmal Hoffnung, dass das mit dem Cortison auch funktioniert. Nach einer Stunde wirkt das Standardmedikament endlich. Glück gehabt und Geld gespart. Rund 30.000 Patienten werden in der Münchner Notaufnahme jährlich behandelt. Der nächste Kandidat. Es geht auf Schlag heute Vormittag und mit der nächste Alarm. Und schon wieder ein Überraschungsei von der Leitstelle. So, dann geht's für uns nach Gräfelfingen. Nach einem Sturz eine chirurgische Verletzung zur Analgesie, zur Schmerztherapie. Gräfelfingen ist ein Nachbarort von Pasing. Anfahrtszeit bei freier Strecke etwa 5 Minuten. Das ist eine Nachforderung vom Rettungswagen. Und der Patient hat stärkste Schmerzen. Und deswegen müssen wir dem Patienten ein Schmerzmittel geben und gucken, dass er dann transportiert werden kann. Stärkste Schmerzen bedeutet 10 von 10 auf der Skala. Hallo, grüß Gott. Grüß Sie, Hölzenbein ist mein Name, mit dem Notarzt. Haben starke Schmerzen, oder? Ich sehe schon, das ist gebrochen hier unten. Ne? Dass wir, einen Sauerstoff kriegt es auch, dass wir Ihnen ein Schmerzmittel geben. Und dann werden wir die Fraktur oder diesen Knochenbruch ein bisschen strecken. Was sprechen Sie denn normal? Mazedonisch. Mazedonisch. Dobro. Machen wir alles wieder dobro? Ja? Okay. Dr. Hölzenbein sorgt für gute Stimmung, obwohl im 5 Quadratmeter großen Bad kaum Platz zur Behandlung ist. Die Patientin hat im Endeffekt beim Heraussteigen aus der Badewanne hat sie sich vertreten und dabei hat sie sich den Unterschenkel gebrochen. Der Unterschenkel steht jetzt auch noch schräg, sodass man ihr jetzt eine Narkose machen muss. Das heißt also Schmerzen nehmen muss, das Bewusstsein nehmen muss und dann die Fraktur kurz wieder gerade richten. Und dann fahren wir sie in die Klinik. Als erstes verabreicht er ein hochwirksames Betäubungsmittel. Das dürfen nur Ärzte einsetzen. Sie müssen keine Angst haben. Ja? Es passiert Folgendes. Die Augen werden ein bisschen schwerer werden. Ja? Und es ist so, als wenn man ganz schnell ein Glas Wein trinkt. Ja? Man wird müde, aber man wird entspannt. Ja? Zusammen mit mir. Oh. Das ist das Schmerzmittel. Das ist halluzinierend. Kein Problem. Ist okay. Das Einrenken des Bruchs wäre ohne Betäubung nicht auszuhalten. Die Frau kann sich jetzt nur noch mit fremder Hilfe bewegen. Die Schwierigkeit, die wir jetzt haben, ist, dass der Einsatzort recht eng ist im Bad und dass wir die Patientin anschließend noch durch diese engen Räume bringen müssen mit der Trage. Aber das werden wir schon hinbringen. Obwohl die Fehlstellung des Gelenks beseitigt ist, drückt der gebrochene Knochen in das Gewebe. Das verursacht höllische Schmerzen. Ursache war, wie so oft, ein Haushaltsunfall. Jeder kennt das, wenn man aus der Dusche oder aus der Badewanne rauskommt, nasse Füße. Und dann ist der Boden halt doch glatt, der Fliesenboden im Badezimmer, dann rutscht man aus. Ja. Sollte man besser schauen, dass man irgendwas hat, was dann einen festen Halt gibt. Sicher ist schon jetzt, dass die Frau so schnell wie möglich operiert werden muss. Nein, ich hab euch, danke.
Dr. Hölzenbeins Aufgabe heißt jetzt, die Klinik vorab informieren, dass sie einen Schockraumalarm auslösen, dass im Endeffekt Unfallchirurgie, Anästhesie, Intensivmediziner und halt die Traumaspezialisten vor Ort sein werden. Ja, weil es eben doch eine Fraktur ist und die Patientin jetzt im Rahmen der Narkose einfach eine bessere Überwachung und eine schnellere, zielführende Therapie braucht. Der Arzt kennt die Patientin erst seit wenigen Minuten. Wie sie auf das starke Narkosemittel reagiert, weiß er nicht. Da es im schlimmsten Fall zu einem Kreislaufstillstand kommen kann, hat er Alarm ausgelöst. In der Notaufnahme ist Schockraumleiter Dr. Manolopoulos ab jetzt in charge. Wie bewertet er den Fall? Als Erstmeldung jetzt nicht ganz so schlimm, aber man weiß nicht, was hinten rumkommt. Morgen. Guten Morgen, Kollege Holzenbein. Hallo. Hallo zusammen. Im Kopf zuerst bitte. So, mal kurze Ruhe für die Übergabe durch den Notarzt. Es hat Knack gemacht, Schmerzen 10 von 10. Hat wohl noch ein bisschen was am Rücken, konnten wir aber nicht klar verifizieren, keine Neurologie. Trotz der Betäubung hat die Frau noch starke Schmerzen. Ärzte und Pfleger sind so behutsam wie möglich. 1, 2, 3. Wunderbar. Der leitende Oberarzt untersucht den Bauch der Frau auf innere Verletzungen. Tut nichts weh? Nein. Der Bauch ist weich? Nein. Hinten am Rücken? Nein. Auch nichts? Okay. Das rechte Bein ist auch in Ordnung? Nein. Tut auch nichts weh? Nein. Wichtig ist, dass man erst lebensbedrohliche Verletzungen ausschließt. Dann muss man natürlich die primären großen Körperhöhlen als Verletzungsort ausschließen. Das ist erstmal der Thorax mit der Lunge, was sehr wichtig ist. Der Bauchraum, weil sehr viel Blut, eine große Menge Blut kann in den Bauchraum verloren gehen, ohne dass man es merkt und dann den Patienten Probleme machen, indem er eine instabile Kreislaufsituation bekommt. Und dann das grobe Achsenskelett schauen, Schultern, Wirbelsäule und das Becken. Dass die Frau bei Bewusstsein ist, hilft, schnell und sicher eine erste Diagnose zu stellen. Sie darf nun den Schockraum verlassen und wird weiter untersucht. Der Notarzt am Standort Pasing hatte letztes Jahr über 2.900 Einsätze. Der nächste geht wieder an Dr. Hölzenbein. Meldebild, Herz-Kreislauf-Beschwerden, vitale Bedrohung. Also irgendjemand geht so schlecht, dass sofort der Notarzt mitfährt. Deswegen rücken wir jetzt gemeinsam mit dem Rettungsdienst aus. Der Einsatzort ist dieses Mal ein Mehrfamilienhaus im Zentrum von Pasing. 4 Stockwerke und ein Lift. Doch der ist viel zu klein für das Rettungsteam. Und viel zu langsam. Jetzt geht's mir schlechter wie Ihnen, weil ich die 4 Stockwerke hochgelaufen bin. Umsatz, nicht aufkommen. Ich bin hier mal am Telefon gesucht, wenn man aufzieht. Wenn man Ihr habt einen Aufzug. Was ist denn los? Was kann man tun für Sie? Ich kann nicht mehr schnaufen seit heute Nacht. Seit heute Nacht können Sie nicht mehr schnaufen? Und zwar, die sticht. Ist das ein konstanter Schmerz oder? Der geht wie erleichtert und kommt, wenn es wieder zum Ende vom Schnaufen geht, kommt er wieder. Rauchen Sie? Ja, ab und zu. Ab und zu Zigaretten, gut. Als Internist und Kardiologe mit eigener Praxis ist Dr. Hölzenbein genau der Richtige für diesen Fall. Die Symptome sind eindeutig. Wenn Sie husten, kommt was Gelbes raus. Ja. Die ganze linke Seite hört sich so an, als ob da eine Lungenentzündung drin ist. Ja. Ich habe mal eine Lungenembolie gehabt. Ja, Lunge, aber ich höre eher eine Lungenentzündung. Das passt auch zu den Werten, die Sie momentan haben. Also doch eine Lungenentzündung. Da müssen wir Ihren Mann mitnehmen. Der Koffer steht schon da. Die Koffer stehen schon da. Gut. Der Notarzt hat keine Wahl. Er muss den Mann mit der gefährlichen Lungenentzündung ins Krankenhaus einweisen. Können Sie 1-2 Tage ohne Ihren Mann auskommen? Sowieso. Aber wir wollen jetzt eben noch ausschließen, ob es nur eine Lungenentzündung ist, die ich auf der Lunge höre, oder aber ob es doch noch was am Herzen ist. Hat leider die typischen Vorerkrankungen dafür, Diabetes, Bluthochdruck, Fettstoffwechselstörung. Und das müssen wir jetzt einfach schauen. Ja. Und Mai ist ein ganz tapferer Patient, weil er im Endeffekt die ganze Nacht leider gewartet hat, bis er jetzt am Vormittag uns ruft. Der hätte uns auch schon heute Nacht um 2 Uhr rufen können. Dann wären wir eher hier gewesen, er hätte sich nicht so lange quälen müssen. Aber so sind die alten Bayern halt. Die halten das aus, die bleiben zu Hause und rufen dann erst am nächsten Morgen, auch wenn dann Hilfe später erst kommt, den Notarzt oder den Rettungsdienst. Nur nicht ins Krankenhaus. Da holt man sich ja vielleicht noch etwas Schlimmeres.
Aus dieser Angst heraus verzichten gerade ältere Menschen oft auf eine dringend nötige Behandlung. Geht's denn mit dem Schnaufen einigermaßen? Sie kriegen gleich noch Sauerstoff von uns. Wenn Sie da sitzen bleiben schon. Wenn Sie sitzen bleiben, aber sobald Sie hinlegen, ist die Atemnot sind, da. Ja, und dann Schmerzen. Atem und Schmerzen. Ja. Ja. Jetzt habe ich es bloß beim Massenweichen auf. Wenn die vom Rhythmus. So, jetzt bleiben Sie mal bitte ja, genau. In der Hand, damit ich das fertig machen kann. Dann ist das jetzt fertig. Nein, erst dann bin ich so fertig. Geduld ist nicht immer eine Tugend des Alters. Und die Nacht war alles andere als erholsam. Ja, beschissen, im Sitzen habe ich geschlafen. Mhm. Ja, und deswegen habe ich mich nicht kennen, weil ich nur Schmerzen gehabt. Jetzt will ich kurz mal das Wort da. Und dann bin ich im Sitzen, bin ich da gesessen und habe geschlafen. Trotz seiner Schmerzen haderte der Rentner noch die ganze Nacht mit sich und seiner Frau, ob er denn nun den Notdienst rufen soll oder nicht. Die alten Bayern, die sind hart im Nehmen. Nein, nicht anrufen, nein. Wollt ihr nicht, dass sie anrufen an Notdienst? Die alte Schule. Die alte Schule, die alte harte Schule. Die alte Schule. In der Nacht auf den Morgen warten, am Wochenende auf den Montag warten. Genau, das ist genau das, was man eigentlich nicht mehr tun sollte. Ja, weil man da wertvolle Zeit oftmals verschwendet. Wenn mir was fehlt, ja. Da sitzt man da völlig hilflos und eigentlich sollte man überstimmen. Ja, wirklich. Ja, das hat sich ja abgezeichnet. Der Patient hat ja Schmerzen, Beschwerden, Luftnot seit Stunden. Ja? Und dann baut sich das so langsam auf. Und dann sagt er, mach schon mal alles fertig, organisiere schon mal was. Ah, soll man anrufen, soll man nicht anrufen? Und dann am Ende, wenn es gar nicht mehr geht, dann rufen sie halt die 112. Ja? Aber man muss den Leuten dann sagen, hey, ruft es halt früher an. Mit einer Lungenentzündung ist nicht zu spaßen, gerade bei älteren Patienten. Wird nicht rechtzeitig behandelt, kann die Infektion tödlich enden. Für ihren Mann hofft die Ehefrau das Beste. Gute Besserung, Maus. Merci. Jeder dritte Patient über 65 stirbt an einer Lungenentzündung. Der Mann muss deshalb schnell ins Krankenhaus. Dort durchläuft inzwischen die Frau mit dem schmerzhaften Unterschenkelbruch in der Notaufnahme weitere Untersuchungen. Wir haben alle Blutungen ausgeschlossen. Der Viszeralchirurg hat seinen Ultraschall gemacht. Man sieht, dass in die großen Körperhöhlen nichts einblutet. Jetzt müssen wir die Schwere der Extremitätenverletzung feststellen. Das machen wir jetzt durchs Röntgen. Deshalb kommt jetzt noch Professor Ulrich Linsenmeier ins Spiel, der Chefarzt der Notaufnahme. Er ist Röntgenspezialist. Wir haben jetzt hier das Sprunggelenk. Das ist der Hauptbefund gewesen. Wir haben es hier bereits mit den Pfeilen versehen. Das ist eine Außenknöchelfraktur. Im Klartext, die Frau ist so unglücklich gestürzt, dass man den Knochen ohne Operation nicht mehr gerade stellen kann. Eine extra Verschraubung müssten wir dann nicht durchführen. Ja, optional. Ich würde es mir überlegen, ob ich es trotzdem tue. Man ist ja schon ein bisschen dehiszent nach hinten. Okay. Auch wenn der gelenktragende Anteil. Wenn wir Glück haben, stellt sich das schon während der Operation, wenn wir den Außenknöchel stellen. Die Unfallchirurgen entscheiden sich schließlich für eine Operation. Auch weil sie die Bruchstelle mit eigenen Augen sehen wollen. Es liegt nahe am Holz, der Knochen. Ja, und nach dem Krieg waren ja auch die besten Bauchchirurgen, waren die Metzger. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt so laut sagen darf. Ja, man musste natürlich, man musste da viel Personal umlernen. Und die besten Unfallchirurgen waren die Schreiner. Und Knochen kann man mit Holz vergleichen, dementsprechend bricht auch der Knochen. Ja, ein älteres Holz splittert mehr. Ein junger Knochen ist wie bei einem frischen Ast, kann man sich das vorstellen. Der bricht nicht glatt durch, sondern der reißt ein bisschen faseriger, macht Wulstungen. Das nennt man deswegen auch Grünholzfraktur. Sie ist eine Dame mittleren Alters, sodass der Knochen glatt, aber ohne größere Frakturelemente, das heißt ohne Trümmerzone, gebrochen ist. Trotzdem kann nur ein Chirurg einschätzen, wie die Knochenteile wieder zu fixieren sind. Die Frau muss sofort unters Messer. Das bringt ihr der Arzt möglichst schonend bei. Sie bekommen einen Vakuumstiefel an, ja, für die ersten 6 Wochen nach der Operation. Denn es ist wie ein Skistiefel, ja, den kann man mit einem Unterdruck versehen, dass er sich richtig schön dem Fuß anpasst. Sie müssen nicht so lange einen Gips tragen. Und wenn Sie zu Hause auf dem Sofa liegen, können Sie auch diesen Vakuumstiefel ausziehen. Knapp eine Stunde nach ihrer Ankunft kommt die Frau jetzt in den Operationsbereich. Sie ist nun in den Händen erfahrener Chirurgen.
Hallo, grüße Sie. Ich werde Sie operieren. Die Patientin darf noch schnell ihren Mann und ihre Töchter informieren. Also es ist ein Gelenkbruch, das heißt, man muss ihn exakt einstellen, weil die Patientin sonst die Gefahr hat, dass sie langfristig eine Arthrose erleidet bei Fehlstellung des Gelenkes. Und das würde bedeuten, dass sie bald nicht mehr gut laufen kann. Um das zu verhindern, stehen schon Schrauben und Akkubohrer bereit. Zurück zu dem Mann mit der Lungenentzündung. Der über 80-jährige Rentner muss ins Krankenhaus, damit dort sofort die Behandlung mit Antibiotika starten kann. Sogar Blaulicht innen drin. Ah, jetzt hast du es ausgemacht. Blaue Licht. Damit sich der Patient im Rettungswagen nicht unnötig aufregt, versucht ihn der Arzt etwas abzulenken. Und sind Sie eher Bayern oder 60er? Ich bin Bayern-Fan. Bayern-Fan? Sowieso. Aber die momentan läuft es nicht so bei denen, oder? Ja, bei den Jungen auch nicht. Ja, bei den 60ern schon länger nicht. Läuft es ja nicht. Ja. Das kommt schon wieder. Ja, gebürtig komme ich ja aus Krefeld. Aus Krefeld. Ja. Auch. Das kennt so A57 als Alter. Oder? A57. Ja. Na, da gab es ja mal Bayer Oedding, die heißt jetzt KFC, aber bei denen läuft es ganz gut. Die sind besser als 60 in der dritten Liga. Die Werte des Mannes sind nicht schlecht. Aber durch die späte Alarmierung ist wertvolle Zeit verstrichen. Weniger gut. Bei vielen Erkrankungsbildern ist es ja so, Zeit ist Herzmuskel. Ja, in der Neurologie time is brain, also Zeit ist Hirnfunktion. Und jede Minute, jede Sekunde, die wir da verlieren, ist für den Patienten hinterher, ist das Outcome schlechter. Auch bei der Lungenentzündung wissen wir, je früher wir die antibiotisch behandeln, desto besser ist das Outcome. Weil es ist klar, ab 60, 70, 80 Jahren ist die Lungenentzündung eine der großen Erkrankungen, die manchmal auch letal oder tödlich endet. Einige Minuten später trifft der Patient in der Notaufnahme des Klinikums München-West ein. Wird's besser mit den Schmerzen? Ja, ohne gleich. Ja, wird leichter? Schön. Jahrzehntelang ist der Mann LKW gefahren. Heute wird er transportiert. Er hat 40 Jahre Schwerlastverkehr hinter sich. Also auch die Wirbelsäule oder die BWS könnte da irgendwie ein Problem sein. Ansonsten hat er linksseitig ein Atemgeräusch, wo es drin kracht, scheppert. Und der gelbliche Auswurf seit Tagen. Ja? Er ist Raucher. Rauchen schädigt nicht nur die Lunge, sondern die gesamte Abwehr des Körpers gegen Infektionen. Weitere Entzündungen können die Folge sein. Ein doppelt tödliches Risiko. Verabschiede mich. Danke, Michael. Servus. Alles Gute. Danke. Zum guten Ton eines Notarztes gehört es, sich nicht mit Auf Wiedersehen zu verabschieden. Um an der Schwelle zwischen Leben und Tod zu arbeiten, braucht es eine besondere Motivation. Einerseits ist das Helfen steht im Vordergrund. Und andererseits, wie gestern ein Patient zu mir sagte, den ich gefragt hatte, warum mache ich das eigentlich, hat er zu mir gesagt, weil sie es gern machen. Da hat er recht. Im Bereich des Operationssaals liegt die Frau mit dem gebrochenen Knöchel gleich auf dem OP-Tisch. Sie ist hellwach. Auch ihren Fuß spürt sie noch. Denn eine Vollnarkose wollen die Ärzte vermeiden. Es wird jetzt ein bisschen kalt. Das wird ein bisschen kalt. Es kann sein, dass Sie das noch spüren. Also Schmerzen verspürt sie keine mehr. Sie verspürt manchmal noch ein bisschen das kalte Desinfektionsmittel und eben Berührung. Berührung und Kontakt. Tiefensensibilität ist erhalten, aber sie verspürt keinen Schmerz mehr. Die Narkose wirkt nun. Die Operation kann beginnen. Bis zu 12 Eingriffe gibt es in diesem Saal jeden Tag. Keine Medikamente, keine Allergien. Und zur Sprunggelung. Linke Seite, Instrumentarium vollständig steril. Instrumentarium vollständig steril. Wir machen eine Verplattung, offene Reposition, Verplattung des Außenknöchels, OP-Zeit 35 Minuten. Vier Schwestern und drei Ärzte bilden das Operationsteam. Oberarzt Eiselt braucht nur einen kleinen Schnitt, um an das Sprunggelenk zu gelangen. Dann folgt der Einsatz von Bohr- und Schraubwerkzeug. Das sieht jetzt nur so aus wie auf dem Baumarkt. Das sind sicherlich von der Grundstruktur ähnliche Geräte wie im Baumarkt. Nur die ganzen Schrauben und Platten sind aus Titan. Diese Metallplatten richten den Knochen millimetergenau aus und halten ihn in der richtigen Position. 8 Schrauben sollen über mehrere Wochen das Körpergewicht der Patientin auffangen. Also wir haben die
Platte jetzt an das Wadenbeinchen angezogen. Das ist ähnlich wie beim Vergleich mit dem Holz. Man muss darauf achten, dass man aber nicht zu fest dreht, sonst überdreht man und dreht durch wie beim Holz. Also auch das ist beim Knochen möglich. Die schnelle Operation bringt der Patientin einen entscheidenden Vorteil. Sie sollte schon nach 3 bis 4 Tagen wieder erste Schritte gehen können. Der Knochen wird schneller heilen und die Bruchstelle verschiebt sich nicht. Wie ist der Eingriff aus Sicht des Chirurgen verlaufen? Ja, ich bin sehr zufrieden. Das Gelenk ist wieder gestellt, anatomisch. Ja, die Operationszeit war kurz. Das ist wichtig für den Patienten, um auch die Keimbelastung zu reduzieren. Und wenn er in Narkose wäre, um auch die Narkosezeit gering zu halten. In der Notarztwache geht weit nach Mitternacht ein neuer Alarm los. Dr. Hölzenbein muss innerhalb von Sekunden topfit sein. Ein Mann hat ernste Gesundheitsprobleme gemeldet. Vielleicht ist es lebensbedrohlich. So, wir sind jetzt alarmiert worden. Auf der Straße ein Bluterbrechen. Und wenn man so eine Einsatzmeldung bekommt, dann denkt man sich natürlich, es ist kurz vor 2:30 Uhr morgens. Doch von dem Patienten ist nichts zu sehen. So, hallo, servus. Wir finden es nicht. Es ist bei uns stand nichts von Tramhaltestelle, das haben Sie uns jetzt gerade gesagt. Wir würden jetzt noch mal vorfahren zur nächsten Tramhaltestelle. Okay. Ihr könnt ja noch mal hier bei denen da hinten schauen. Aber auch hier findet sich von der Person, die angeblich Blut spuckt, keine Spur. Es kommt immer wieder vor, dass der Einsatzort halt nicht genau beschrieben wird. Ja, aber sowas käst mich an. Sowas nervt einfach. Aber gut, wir schauen weiter. Hallo. Geht's Ihnen gut? Ja, alles gut, super fein. Okay. Ja, gehen Sie nicht bei Rot über die Straße, ist schlecht. Gut, schönen Abend, ciao. So, den beiden geht's auch gut, haben schön gefeiert. Haben Sie schon was gefunden? Überhaupt nicht. Bei uns dasselbe, haben keine Feststellung. So wie ich das sehe, nachdem der Rettungswagen auch nichts gefunden hat und wir auch nicht, warten wir jetzt noch mal ab. Und ansonsten brechen wir den Einsatz ab. Auch nach weiteren 15 Minuten nichts von einem Mann in Not. Die Polizei hat dann natürlich den Rettungsdienst alarmiert, aber wir finden keinen Patienten. Und wahrscheinlich war es gar nichts und hat sich irgendjemand einen blöden Scherz erlaubt. Ein Scherz, der schnell teuer werden kann. Naja, für den Notarzteinsatz und für den Rettungswagen zusammen sind das schon 1400 Euro, die da aufkommen können. Aber wenn wir natürlich keinen finden und an keinem das festmachen können, wird es am Ende auch keine Rechnung geben, an niemanden. Jedes Jahr entstehen so Schäden in Millionenhöhe. Und was machen wir jetzt? Ja, fahren wir wieder heim. Fahren wir heim? Ja. Brechen wir ab. Brechen wir ab. Eine Dreiviertelstunde war der Notarzt mit seinen Kollegen umsonst unterwegs. Hätte ein echter Patient woanders Hilfe gebraucht, sie wären dorthin wohl zu spät gekommen. Zeitgleich in der Notaufnahme. Ein älterer Mann ist gestürzt. Oberarzt Florian Heindl will wissen, warum. So, grüß Gott. Heindl ist mein Name. Wie geht's Ihnen jetzt? Moment. Ja, gemischt. Gemischt. Man sieht schon, Sie sind auf den Kopf gefallen, ja? Ach ja. Hier auf der rechten Seite, ja? Ich glaube, wir sind aufgestanden und das hat dann immer geklappt. Okay, also das war kurz nach dem Aufstehen, sind Sie zusammengebrochen? Ja. Nehmen Sie blutverdünnende Medikamente ein? Ja. Eliquis. Was nehmen Sie da? Eliquis? Oh. Eliquis. Okay. Haben Sie ein sogenanntes Vorhofflimmern oder warum nehmen Sie das ein? Ja. Vorhofflimmern haben Sie immer. Eine Herzschwäche könnte der Grund für den Zusammenbruch sein. Deshalb hat der Arzt dieses Elektrokardiogramm veranlasst. Zusätzlich zum EKG werden auch Röntgenaufnahmen und eine Computertomographie gemacht. Das ist notwendig, trotz hoher Strahlenbelastung, um innere Verletzungen auszuschließen. Das ist auf jeden Fall nicht gesund. Man braucht halt einen gewissen Verdacht, um die Bildgebung machen zu können. In dem Fall ist es die Hirnblutung oder eben ein Bruch im Bereich des Schädels, was natürlich für den Patienten starke Auswirkungen haben würde, wenn dem so wäre. Und dementsprechend müssen wir das abklären. Und bei dem Patienten ist definitiv die Indikation dafür da. Nach wenigen Minuten sind die Bilder fertig. Schlimmstenfalls könnten sie Blutgerinnsel oder Verletzungen von Weichteilen aufzeigen. Das sieht soweit sehr gut aus.
Und dann müssen wir uns natürlich auch einmal die Halswirbelsäule anschauen. Assistenzarzt Stein überprüft den in Schichtaufnahmen dargestellten Schädel. Weder Knochen noch Gefäße oder das Gehirn selbst sind verletzt. Der Patient hat sich durch diesen Sturz keine großen Verletzungen zugezogen, außer den Bluterguss im Gesicht. Das wird der Körper von alleine im Laufe der Zeit abbauen können. Er hat keinen Bruch im Bereich des Kopfes oder im Gesicht, keinen Bruch im Bereich der Halswirbelsäule und auch keine Blutung im Kopf. Ein gutes Ergebnis für den Mann und eine besorgte Angehörige, die gerade eingetroffen ist. Ich habe sehr gute Nachrichten für Sie. Durch den Sturz ist nichts passiert im Kopf. Dennoch, warum der Mann plötzlich zusammengebrochen ist, kann derzeit noch niemand sagen. Deshalb bleibt er zunächst in der Klinik. Es ist kurz vor 6 Uhr morgens. Alarm in der Notarztwache Pasing. Dr. Hölzenbein ist erneut gefragt. Dieses Mal braucht eine hochschwangere Frau dringend Hilfe. Die Geburt hat begonnen. Früh am Morgen, ein schöner Einsatz. Also, wir werden jetzt alarmiert auf eine bevorstehende Geburt. In 3 Tagen wäre geplanter Kaiserschnitt gewesen, aber die Geburt ist jetzt spontan eingeleitet worden. Jetzt gucken wir mal, wie weit die Geburt schon fortgeschritten ist. Ist das Baby schon im Geburtskanal, bleibt keine Zeit mehr, die Frau in ein Krankenhaus zu bringen. Ulrich Hölzenbein müsste dann das Baby vor Ort zur Welt bringen. Das birgt Risiken für Mutter und Kind. Jetzt schauen wir mal, was der Einsatz bringt. Ob das Kind schon da ist und wie weit die Geburt fortgeschritten ist. Und alles wird davon abhängen, ob da schon Presswehen sind. Schauen wir mal. Wenn Presswehen eingesetzt haben, dann gibt es kein Zurück mehr. Der Notarzt hofft, dass es noch nicht so weit ist. Die Schwangere liegt in ihrer Wohnung im 4. Stock. Wehen haben Sie? Keine Wehen. Nur Fruchtblase ist geplatzt. Und es blutet. Fruchtblase und Blut. Prima. Also, wie liegt das Kind? Es sitzt drin. Es sitzt drin. Deswegen hat man gesagt, Kaiserschnitt. Was wird's? War schön. Ja, meine Patientin hat die Geburt schon begonnen und eben jetzt entschieden, dass wir die Patientin nicht mit dem Drehleiter bergen, sondern das ist jetzt Muskelarbeit gefordert hier vom gesamten Team, dass wir mit 6, 7 kräftigen Jungs und Mädels die Patientin im Endeffekt runtertragen. Und die Rettungskräfte müssen dabei sehr vorsichtig sein. Der Aufzug ist für die Trage zu eng. Das stressgeprüfte Notfallteam meistert nun den Transport durchs Treppenhaus. Etage für Etage. Dr. Hölzenbein ist erleichtert. Bei so einem Einsatz tut man alles dafür, dass das Leben ordentlich beginnt. Ja, im Gegensatz zu manchen Einsätzen, wo man hinfährt und weiß, ich muss kämpfen, dass das Leben nicht endet. Also ist für uns eine schöne Sache und für mich auch. Die Wehen sind noch nicht so weit fortgeschritten, dass man hier entbinden muss. Deshalb kommt die Frau in eine Spezialklinik. Für Ulrich Hölzenbein ist jede Geburt etwas ganz Besonderes. Ich habe selber 2 Kinder, ich war bei 2 Geburten dabei. Das ist eine schöne Sache. Gibt es schon einen Namen? Nee, ne? Ein Oliver. Aha, sehr schön, der Oliver. Die Geburt im Kreissaal will auch Olivers Vater nicht verpassen. Ich fahre dann einfach nach. Ja, genau. Wir brauchen Sie in der Klinik zur moralischen und seelischen Unterstützung.